Hamburg, Kiez, Schlägereien. Dieses Schmuddel-Image ist das Boxen längst los. Der Zulauf in den Vereinen ist gut, so auch beim Boxclub Vulkaneifel in Gerolstein. Die Trainingsgruppe ist bunt gemischt. Kleine und große, junge und ältere, dünne und kräftige, Jungen und Mädchen, Frauen und Männer, verschiedene Nationen, sie alle sind vereint unter einem Dach. Sie wollen an ihrer Fitness arbeiten, Stress abbauen, ihr Selbstbewusstsein stärken oder sich auf Wettkämpfe vorbereiten. Mit dabei ist die ehemalige deutsche Boxmeisterin und Europameisterin im Vollkontakt-Kickboxen Nathalie John. Ihr gefällt die Dynamik, die der Sport zu bieten hat. Das auf jeden Fall. Es ist ganzheitlich, der ganze Körper wird beansprucht, von Beinen bei der Bewegungsarbeit, vom Oberkörper, die Beweglichkeit, natürlich auch Kraft im Oberkörper. Nach einem langen Arbeitstag ist es einfach schön, wenn man sich mal hierher begibt und macht einfach, bis man schwitzt und nicht mehr weiter kann. Das Training hier mit, natürlich ist es auch ein Stück Entlastung, ein Ventil, harter Arbeitstag oder irgendwas hat einem nicht richtig gepasst. Hier kann man sich mal auspowern, hier kann man seine Energie loswerden und hier kann man ja, einfach ein Stück auch loslassen. Zum Training gehören nicht nur Sparring-Einheiten im Ring, sondern auch Reflextraining an schwingenden Tennisbällen, Reaktionstraining, Krafttraining an den Boxsäcken, Bauchtraining mit Medizinbällen sowie schweißtreibende Übungen mit dem Sprungseil. Für den zweifachen Vize-Rheinlandmeister Arianit Etemi spielt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl eine wichtige Rolle. Ja, also wir lernen hier Respekt und Disziplin und wir werden hier alle respektiert, ob klein oder groß. Jeder lernt das von jedem und es macht halt Spaß, mit anderen zu trainieren. Gegründet hat den Boxclub Hadi Haidari. Der 59-Jährige stammt aus dem Iran, wo er Boxlandesmeister im Leichtgewicht und Mitglied der Nationalmannschaft war. Für Haidari ist Boxen auch eine Charakterschule, unter anderem für Jungs aus schwierigem sozialem Umfeld. Für mich ist das eine Boxer mit dem Charakter aufbauen. Dass er nur diese, was er gelernt hat, nicht einfach in der Straßekämpfe oder so benutzen, nur als eine gute Sportler bleiben. Hadi Haidari freut sich derweil schon auf den 1. und 2. April. Dann ist sein Boxclub Ausrichter der Rheinlandmeisterschaften für Amateure in der Stadthalle Gerolstein.